Ich will mal ganz kurz zeigen, was ich meinte vorhin mit dem, wir malen das nachher noch ein bisschen an. Bitte Pinsel nicht so groß. Ja, das ist ein bisschen klar. A klein. Na? Ne, das ist das Falsche. Warte mal. Ne, das war's auch nicht. Ach, ich glaube, das war auch. Oder war das das? Nee. Ah ja, da ist es doch. Genau. Es sieht das so aus, als ob es wirklich aufgeschüttet ist. Dass sich hier jemand, dass man das wirklich aufgeschüttet hat und diesen Ball dann halt eben künstlich erzeugt hat. Und sieht es immer so ein bisschen doof aus. Also das wäre jetzt nachher so die Variante, ich mache das nachher nochmal hübsch. Einfach, dass man schon mal eine Idee hat, was ich damit meinte. Okay, und dann sieht es nicht so aus, als ob man diesen Ball künstlich errichtet hätte. Ja, und schon ein bisschen älter ist. So, ein bisschen Gras zwischendurch rauslugt und ein bisschen grau, das muss auch so sein. Hier kann noch. So. Okay, dann fährt man hier nämlich tatsächlich über diesen Wall. Da kann man noch ein paar. Macht das ein bisschen kleiner. Hopp. Hopp. Weil Wald kann nie genug sein, meines Erachtens. Daher. Ja, und dann müsste man nachher noch Kulisse bauen und so. Aber das ist jetzt erstmal. Das nochmal größer hier und dann. So. Ja, das ist jetzt nur ein Teil davon. Also das soll jetzt nur diese Ausläufe vom Berg sein mit Wald. Könnte man ein bisschen noch rüberziehen, aber ist egal. Okay, jetzt hat man halt eben hier dieses künstlich aufge... Könnte man hier auch so ein kleines Häuschen hinbauen. Also ja, bla bla bla. So, wir sind jetzt hier. Und hier ist ein steiniger Untergrund, weil ich einfach zu tief bin. Das war ja auch nicht mein Plan. Nehmen wir das hier nochmal weg. Zack. Und dann ist das wieder, ja genau, plus minus null eingepackt. Und dann, also die Höhe ist dann jetzt genau wieder gleich groß. Wie kommen wir jetzt hier dran vorbei? Verzählt mir das mal. Also hier ist, glaube ich, noch eine Möglichkeit. Ne, dann baue ich schon das Feld ab. Das wäre ja schade eigentlich. Ich glaube, ich wechsle tatsächlich hier rüber und dann parallel zur Straße einfach bis nach Waren ist das gewesen, ne? Ja. Okay. Ja, mal gucken. Ich bin schon wieder mittendrin. In meinem Schaffensweg. So, jetzt aber. Ah, ich würde gerne näher ran. Warte mal, warte mal, warte mal. Ein bisschen weg hier noch. Ein bisschen ist gut. Zack, und die Straße wieder frei. Da. Zack. Nicht zu langsam. Sonst bremst er nachher ab. Auf 10. Okay, so ist cool. Moin Moin, German! Alles klar bei dir! Schön, dass du vorbeiguckst! Okay! Fast da! Dieses doofe Speichern, ey! Dass das auch so lange dauert! Ich habe gar nicht so schlechten PC, dass er immer 20 Jahre brauchen muss. Okay, ich komme ja von der Seite, richtig? Ja. Dann werde ich das hier auch vorher wieder ab. Joa! Dir tut der Arm weh. Warst du impfen oder was? Da habe ich gehört, immer da tut der Arm immer so weh. So, und jetzt einfach zusammen und fertig ist die Laube. Jupp, na dann. Hoffe ich, dass du gut durch diese Impfung durchkommst. Ich weiß aus ein paar Erzählungen, dass ein paar Leute damit Probleme hatten, aber manche auch gar nicht.
Und der schmerzende Arm ist, glaube ich, so ein Begleitproblem. Aber freut mich, dass du schon geimpft bist. Ich warte auch auf meine Einladung. Na, andersrum. Ich muss mich jetzt mal bald einladen lassen. In der Kategorie 2 darf man ja jetzt schon mal sich einschreiben. Okay, machen wir das so mit reinfahren. Okay, und hier auch. Dann kann ich hier mich ganz klassisch den anderen Zug fahren lassen. Okay, ist dran, ist drin. Und wir brauchen jetzt hier noch einen Zug. 13 Millionen, ey. So langsam wird's richtig cool. Auch vom, wie schnell wie wir Geld reinkriegen. Ja, wir bleiben beim Ten-Wheeler. Wir machen das gleiche Konstrukt nochmal. Bis jetzt sind wir hier mit am besten gefahren. Und benennen dann Linien, ist gleich dran angesagt. So, hat er jetzt einen Fehler? Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Ja, das ist kurz. Soll wohl wirklich sehr kurz sein, dass du da ein bisschen, dass man ein bisschen kränkelt. Ist aber deine erste Impfung, ne? Du musst zu zweit, musst du ja dann nochmal hin, wa? So. Und ich glaube, der wird dann nicht mehr reichen. Hier sind schon wieder 3 Routen, seht ihr? Das habe ich mir fast gedacht. Also hier eigentlich auch schon wieder umplanen. Und ich muss dringend Geld sparen, um größere Zugkombinationen zu... Das ist echt Wahnsinn. Da passt ja gar nichts mehr ruf. Ja. Also, Modernisierung, Modernisierung. Willkommen zurück. Ah, der neue Triebwagen. Du meinst den silbernen, ne? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist eine gute Idee. Das stimmt. Die Linie... Oh ja, guckt an. Linie 5. Und das aber auch wirklich nicht wenig. Krass. Hat 114 Leute transportiert. Das ist nicht wenig. Übel. Hätte ich nicht gedacht. Was machen die anderen denn? Der hier zum Beispiel macht immer noch keinen Gewinn. 114. Hat der auch transportiert und macht keinen Gewinn? Krass. Warte mal, wie? Dann ist der ja tatsächlich momentan Rente. Ja gut, es kann auch sein, dass die Strecke zu kurz ist bei dem. Lass mal gucken, ist die, wie lang ist die? Ja, das ist nicht nur ein ganz kleiner... Ja. Die Entfernung ist natürlich wichtig, wie viel... dementsprechend bekommt man ja auch das Geld. Hier sind es auch viel zu wenig Leute. Also das ist zu groß gedacht. Der fährt mit 2, ne? Und hier warten 13. Da muss man schon rangehen, damit man es besser sieht. Ich glaube, ich könnte den tatsächlich auf 20 erstmal runternehmen. Ja? Jo, ich bin weitergekommen, klar. Was ist das für ein Blödsinn da? Okay. Ich glaube, ich mache den ein... Ich konfiguriere nochmal und mache den wirklich nicht mit 2 Triebwagen. Wägen? Was ist denn die Mehrzahl? Triebwagen? Sondern ich konfiguriere... Ja, ja. So, konfiguriere den mal um und nimm nur ein. I'm watching you. Okay. Wagen, ja. Okay, danke. Triebwagen. Mehrere Triebwagen. Ach, Deutsch ist schon eine Scheißsprache. Das ist einfach so. Dann... Was habe ich jetzt gewollt? Den hier? Der kann 52... Nee, das macht gar keinen Sinn. Komm, ich nehme hier jetzt einen von und ersetze den. Und jetzt dürfte der hier auch Gewinn abwerfen, weil er einfach zu hoch... Ich habe das zu früh zu viel Kapazität
gegeben. 16, ja, sieht. 16, also jetzt wäre tatsächlich dann gut ausgelastet. Das müsste jetzt besser laufen. Also ich glaube dran, dass diese langen Strecken, wie war das, wo haben wir den jetzt hingebaut? Den Langstrecke wie der Linie 5, müssen wir nochmal beschriften, machen Sinn, weil der halt eben die Geschwindigkeit hat. Apropos, das haben wir ja auch vorhin nicht geguckt, ne? Wie schnell fährt er denn überhaupt? 177! Wir haben den mal für 130 gekriegt, gerade mal. Das ist natürlich krass. Macht der sogar mehr Sinn als die anderen? Naja gut, 52 Leute könnte er mitnehmen. Fährt zwar super schnell, aber wenn ich zwei hintereinander knall, sind das zwar 102, aber ich... Ist enorm lang, oder? Ich hab gerade... Wo bist du überhaupt? Da. Dass man zwei kauft und zwei dann zusammen auf einer Linie fährt. Okay, lassen wir erstmal so. Passt schon. Ja, denke. Wir wollen die Routen benennen. Das war jetzt Moreno Valley nach Waren. So, das ist Zug, ÖVP, Waren nach Moreno Valley. Okay. Ja, sonst einfach nachher das Problem, dass man keinen Überblick mehr hat. Das sage ich jedes Mal, wenn ich das verändere. Zug und dann ist das wieder ÖVP. Und das ist eine Stockton nach Louisville. Okay, haben wir. Einen Dreier haben wir noch hier. Und dann will ich gleich nochmal nachschauen. Das ist auch eine kurze Strecke nur. Wie viel könnte man... Der macht auch keinen Gewinn. Ja, und hier ist wieder genau das Problem. Zu hoch angesetzt. 112, hier genau Übersicht. Der fährt auch mit 20 und hat viel zu viele. Wie viel bleiben denn in Stockton gerade? Oder wie viele sind jetzt in Stockton? So, da. Auf der Linie 3, 4. Okay, wir tauschen den jetzt auch mal um und bauen den auf den roten kleinen. So wie drüben. Flupp. Das macht, glaube ich, Sinn. Dann kannst du hier gut. Umbenennen. Ich hatte gerade einen anderen Gedankengang. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. So, Zug. Und das ist dann... Stockton nach... Jetzt habe ich wieder nicht nach... Ach, das ist Topeka, genau, okay. So, Topeka. Perfekt. Haben wir irgendeine Linie noch vergessen? Nö, das passt. Und bei den... habe ich jetzt noch einige auf dem 8, du heiliges etwas. Ja, eigentlich geht das relativ fix. Das ist Moreno Valley. So. Das ist ÖVP Moreno. Halte Taste. Und Linie 1. Chicago. Angenehme Musik im Hintergrund dudelnderweise. Ach so, das ist die zweite. Ah, okay, das ist jetzt. Da haben wir ja zwei reingebaut. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich sehe jetzt schon, dass diese hier jetzt mit 44.000 schon Gewinn abwirft. Das kann eine gute Idee gewesen sein. Jabbi. Da schauen wir mal. Genau. ÖVP und. Dann haben wir noch
Moreno Valley muss ich mir jetzt mal im Hinterkopf behalten, wenn ich es schaffe. Das macht hier keinen Gewinn in Louisville. Ist ja auch erstmal egal, weil Busse sind ja nicht so teuer im Verhältnis zu den Zügen. Und wenn die gut zuarbeiten zum Zug und der dann halt richtig ordentlich Gewinn macht, macht es überhaupt nichts. Und jetzt fehlt uns noch Luno 2. Das wäre in Topeka. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles an alles gedacht habe. Denn wir sind jetzt, glaube ich, gleich so weit, dass ich sage, wir... Warte, was habe ich gesagt? Moreno, ne? Nochmal reingucken. Macht die andere denn auch Gewinn, ist die Frage. Naja, aber nur 17.000 Miese. Das hebt das ganze Konstrukt schon auf. Aber ich werde hier auf der Linie... Mal gucken. Ja, auf der werde ich jetzt noch... Auf der 6 war es ursprünglich. Schön, dass ich das zweimal benennen darf und gleich. Aber ich werde das jetzt mal ändern. Das ist... Linie 1. Die ist die wichtigere. Und das ist Linie 2. Nicht mal, dass man sie nachher verwechselt. Ja, wie immer. Und auf Linie 1 schicke ich nochmal 2 Busse. Um einfach da auch alles abzutransportieren. Okay, auf 1. Wie viele sind denn hier vor Ort? 54. Und wo bist du gerade? Der kommt zurück. 54, also wird der auch relativ zügig bald Gewinn machen. Das wird super. Das passt. Nochmal bei den Städten gucken. Ich glaube, ich habe jetzt noch 3 nicht angebunden. Richtig? Ja. Birmingham, Rancho und Torrance. Und dann habe ich alle Städte an einem Netz mit angebunden. Das ist doch okay. Und dann kann man sich... Ich glaube, ich mache das jetzt als nächstes. Dann kann man sich nämlich danach tatsächlich um die ganzen Güter erstmal kümmern. Und da muss man gucken, ob ich so ein Zentrallager mache und von da aus die Sachen wegtransportiere. Birmingham ist doch gar nicht so klein. Mit 218 okay. Louisville? Sollen wir dich da belatschern? Der ist auch nur... Ach, das ist wieder doof. Ein Kopfbahnhof gebaut. Ja. Oder wir machen Birmingham nach... Die beiden nach da? Nee, nach... Ah, das ist jetzt doof. Von Birmingham nach Torrance. Von Rancho nach Torrance und von Torrance weiter. Oder? Birmingham nach Moreno. Haben wir so außen rum. Aber da habe ich wieder einen Kopfbahnhof hingebaut. Genau das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe nicht zu viele Kopfbahnhöfe gebaut. Aber das ist... Nee, das lassen wir. Dann gehen wir hier Richtung Louisville. Und der auch. Und den schicke ich über Topeka. Und in Topeka habe ich was? Kopfbahnhof. Fietz. Wir werden das nochmal ändern. Das hier rüber stellen. Macht ja keinen Unterschied jetzt erstmal. Also setzen wir da einen hin. Ich könnte ja auch noch einen Bahnhof mehr bauen und dann hier zwischen setzen. Also hier zwischen pendeln. Ne? Das ging ja theoretisch auch. Mal gucken. Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist irre. Das machen wir nicht. Aber die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Ja, danke, du kommst weg. Und da machen wir dann einen Durchgangsbahnhof rein. Okay. Dann einmal bitte. Ne, machen wir erst die Straße. Gefällt mir das? Das ist okay. Wobei, ich kann die hier gleich upgraden auf... Na okay, erstmal... Ich glaube, ich setze die... Ich mache die wirklich größer. Achso, Zaubertool raus hier. So. Okay, ein bisschen überdimensioniert gerade, aber... Man denkt ja immer mit für die nächste Zeit. Gebäude.
Und hier noch einen hin, dann habe ich... Na? Es geht nicht! Just müh zu... Ach Gott, okay. Warum baue ich den eigentlich dahin? Weil ich das blockieren will? Nein, weg. Schlaf mal wieder. Okay, dann... Ach, modernisieren die... Ach, ist okay. Ich vergesse schon wieder, die Bahnhöfe sind alle nicht modernisiert. Okay, so. Wow, passt. Und dann hier einmal vorbei Richtung Rancho. Was haben wir? 4 Fahrzeuge. Oh ja, den Studebaker. Ich glaube, der war gar nicht so gut. Der war gar nicht so gut. Und hier mache ich auch keinen Durchgangsbahnhof hin. Ne? Nö, hier kann ich Kopfbahnhof hinbauen. Das passt dann auch ganz gut. Was geht es in dem Game? Im Grunde im Ganzen ist es ein Wirtschaftssimulationsspiel, wenn man es so versteht. Man baut im Endeffekt sein Imperium auf. Man versucht möglichst... Nun gut, das wird dir wohl klar sein, aber es geht im Endeffekt tatsächlich darum, um die Städte zu vergrößern. Also es ist alles komorbide, das gehört alles irgendwie zusammen. Also, nimm mal jetzt Stockton als Ausgangspunkt. Man muss so ein bisschen gucken, dass man diese einzelnen Ziele hier erfüllt, mehr oder minder. Also der öffentliche Verkehr, den wir jetzt hier machen, der führt zu Wachstum, sowie die Reise, die Privatverkehr. Also einmal von Ort zu Ort, der Privatverkehr sollte möglichst minimiert sein und öffentlicher Verkehr sollte relativ hoch sein. Dann bekommt man halt eben Zuwachs in dieser Stadt. Das heißt, durch Busse und Züge kann man das generieren. Dann hat man eine Versorgung, die man leisten muss. In dem Fall sind hier Maschinen und Lebensmittel. Die muss man anliefern, damit die Stadt sich steigert. Somit kann man mehr Personen von einem aus zum anderen bringen. Qualität, also hier ist es in dem Fall, wie die Stationen momentan aussehen. Es sind viele dort und warten viele. Dann bekommt man einen Malus oder halt andersrum auch Prozente darauf gutgeschrieben. Und weniger Verkehr ist auch natürlich gut. Und die Emissionswerte, die man durch Fahrzeuge bekommt. Umso weiter man weg, die nachher die Bahnhöfe baut vom Kern, und kann ich ja Emotionen mal zeigen, das sind alles so Indikatoren dazu, ob ein hoher Wachstum in dieser Stadt ist. Hoher Wachstum bedeutet mehr Menschen bedeutet mehr Bedarf. Man staffelt das nachher. Man bekommt nachher aber auch die Fahrzeuge dazu, um mehr zu transportieren. Hier sieht man tatsächlich ein sehr hoher Emissionswert. Und der kommt hier von den Zügen. Man sieht ja auch, dass der farblich Bereich, umso dunkler der ist, ne, umso mehr Emissionswerte sprüht er aus. So, dann habe ich immer gedacht, ja, Emissionswerte, ja, wenn man dann Elektrozüge nimmt, bekommt man weniger. Nee, ich glaube, da ist auch der Emissionswert ist der Lautstärkepegel gemeint, glaube ich. So habe ich das verstanden. Gut. Und umso weiter kommt man und versucht man möglichst alle Erfolge zu bekommen. Ich glaube, ich habe von den möglichen, ich guck mal schnell für euch, von möglichen 61 freigeschalteten Erfolgen habe ich schon 51. Mir fehlen noch ein paar, die ich aber nur durch die Mission freischalten kann und ein paar kleine. Ja, da habe ich noch Speicherstände, die müsste ich einfach weiterspielen, dann wäre ich damit auch durch. Aber die sind ein bisschen langwieriger. Okay, so im Ganzen. Also ist im Endeffekt wirklich nur, wir bauen von A nach B und verbinden und machen das dann einigermaßen schön. Also es gibt so richtig kein direktes Ziel. Man kann das halt eben ein bisschen auslegen, wie man selber möchte. Also manche bauen halt eben enorm schöne Städte oder versucht das möglichst attraktiv darzustellen. Manche versuchen, wie ich, mir ist wichtig, dass es tatsächlich ein bisschen, also ich gehe stark in die Wirtschaftsrichtung. Mir ist es wichtig, dass es ein gutes System ist, das wird nachher optimiert und ein bisschen kleinliche Arbeit. So hat jeder sein Steckenpferd hier. Steckenpferd heißt das, ne? Aber ist egal.
Ja, mehr kann ich glaube ich nicht zu sagen. Wenn jemand das ergänzen möchte, gerne immer. Halt eben klassisches Standard-Wirtschaftssimulationsspiel. Man sollte nicht über sich selber stolpern. Ein Standard-Simulationsspiel. Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, ich hatte ganz zu Anfang schon mal gesagt, als ich angefangen habe mit dieser Mission, also mit diesem Spielstand, ich habe wirklich das Gefühl, dass es nicht mehr so schwer ist, auf schwer, wie früher. Kampagne, Wirtschaftssim und Schönbauen. Genau. Genau, richtig. Danke dir, German. Aber es ist wirklich weit nicht mehr so schwer. Ich habe binnen 20, 25 Jahren habe ich schon Plus. Es war knapp an der Grenze, aber relativ zügig Plus gemacht und ich habe jetzt überhaupt kein Problem mehr. Es gibt bei mir irgendwie, wenn man die Routen mal anguckt, ich mache jetzt mal alle auf, das war meines Erachtens nicht immer so. Ich habe hier Getreide ran, ach, das macht keinen Gewinn, ja, ich weiß warum. Ich habe viel zu viel Ertrag, also das ist Wahnsinn. Das sprengt den Rahmen, den ich früher hatte. Also früher war es so, dass ich knapp an der Hälfte war zum Gewinnen. Also das war schon krass. Das hier ist, glaube ich, eine Zusatzroute gewesen, die ein Rancho, das muss hier in der Nähe sein. Und dort, genau, das ist die Route hierhin. Und der produziert, aber ist der jetzt, hat er sich weiterentwickelt? Nee, der kommt hier nicht aus dem Quark, weil es wird irgendwas nicht transportiert. Was wird denn nicht transportiert? Ich habe gehofft, dass der hier im Level steigt. Umso höher er im Level ist, umso mehr kann er daher auch abnehmen. Genau. Man muss alles abdecken. Das ist ganz wichtig, tatsächlich. Und dementsprechend muss man die einzelnen Sachen auch befeuern. Wie hier zum Beispiel Brot muss man in die ganzen Städte bringen. Aber hier habe ich das Problem, glaube ich, dass der Transport mit 31... Ich beliefer... Wie viel habe ich denn da? Nee, irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Ach, hier sind auch noch welche zwischengelagert. 31. Sollte ich mal dran arbeiten. Ja, genau. Das habe ich jetzt gerade geguckt, German. Nicht genug Abnehmer und hier lagert sich das auch zwischen. Ich muss mal gucken, dass ich die anderen noch dazu bringe. Es macht jetzt den Kohl nicht fett, das sind nur 100.000. Ich könnte jetzt ein paar Fahrzeuge rausnehmen, um das jetzt aber, um das jetzt wieder ein bisschen rentabler zu machen. So, okay, ich würde jetzt gerne LKW Rancho, die hier, tausche ich mal um. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, der Studebäcker, ne? Der kann 14 mitnehmen und Opel Blitz ist so, glaube ich, das, was nur... Wo ist der Opel denn da? Nee, der Studebäcker ist doch besser als... ja, gut, dann nehmen wir den. Wir setzen den mal. Zack. Und, ach ja, und was ich vorher schon mal gesagt habe, das muss ich dringend machen. Ich glaube, der Studebäcker fährt jetzt nämlich 60... Und meine Straßen sind nur für 440 ausgelegt. Oh Gott, jetzt fängt es an, wühlig zu werden. Der fährt nicht 60 km/h, genau. Und dann ist es so, dass das hier noch eine ganz alte Kiesstraße ist. Oder Asphaltstraße ist es ja nicht. Das ist dann Schotterweg. So, ich bin ja letztes Mal Schotterweg. Lachs. Und das müssen wir mal erweitern auf 60, 100, nee, mach mal 80. Das wären 60, okay. Machen wir die Straße mal neu, damit die auch schneller fahren können. So. Dann würde hier auch auf alle Fälle schneller die Sachen abtransportiert werden. Dann würde hier wieder mehr produziert werden, weil die auch abgeliefert worden sind. Und, genau, was German sagte, ich habe zu wenig Abnehmer. Jetzt gucke ich mal gerade rum. Nee, so macht das gar keinen Sinn. Waren gibt es keine Waren. Die sind hier irgendwo, versauern sie. Hier, ne? Naja, das ist jetzt an der Zeit tatsächlich wieder
zu verbessern. Oh mein Gott, ey, da sind da noch die alten, ganz alten Fahrzeuge drin? Oh Gott, okay. Nee, das sind noch die, da sind die Benz. Nee, mach mal alle bitte. Dann hat das auch eine richtig gute Sonne, so zack. Und die Straße. Also echt, das vergesse ich häufig dann tatsächlich, mich um die Straßen zu kümmern und dann fahren die trotzdem 40, auch wenn sie schneller fahren konnten. Ja, aber dem kann ich jetzt schnell entgegenwirken. Richtig. Willkommen zurück. Jabbi. So. Ich glaube, ich mache hier gleich mal einen Rundumschlag. Ah, das ist natürlich doof. Ja, okay, mal gucken. So, habe ich den ein bisschen getrickst? Weil ich den Bildschirmrand benutzt habe, um diese kleine Senke hier nicht bauen zu müssen. So, jetzt werde ich das hier aber tatsächlich mal umändern, damit ich die Straße hier auch komplett... Ups. Da habe ich mich schon nach hinten geworfen. Richtig anzubauen. Ne? So, zack. Wo ist das Problem? Da ist das Problem.